Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. Wir kommen heute aus dem Studio, das heißt, wir senden Amateurfilme. Und ich freue mich ganz herzlich, einen weiblichen Studiogast begrüßen zu können, Frau Doris Zwald. Sie kommen aus Zürich mit dem Zug zu uns und Sie haben eine ganz große Vorliebe. Herzlich willkommen und erzählen Sie uns Guten was Tag. Dazu. Ja, das stimmt. Mein Vater war bei der Eisenbahn und ich glaube, es ist dadurch, dass ich zur Eisenbahn gekommen bin, den Virus habe ich dann erhalten von ihm wahrscheinlich. Und vor allem habe ich dann in einem kleinen Dorf gewohnt, außerhalb von Zürich. Und bin dann ein Jahr lang nach Zürich in die Schule gegangen. Und dort habe ich jedes Mal am Montag den Transeuropa auf den Gleis 14 gesehen. Den Transeuropa-Express? Ja, der ist dann immer dort gestanden. Am Montag hatten wir um 11 Uhr schon frei und dann habe ich meinen Zug benutzt für das kleine Dorf. Und dieser Zug stand daneben und ich habe mich so langsam interessiert. Er hat anders ausgesehen als die anderen Züge. Und Sie haben ein Album angelegt. Wann ging das los? 1959 also. Ging es los? Ja. Gefilmt habe ich eigentlich angefangen erst einen Monat, bevor der Zug nicht mehr gefahren ist. Und das schauen wir uns jetzt 74. mal an, was Sie da gefilmt haben. Dieser Zug fährt jetzt aus dem Depot in Zürich. Es ist ungefähr 11.10 Uhr. Und die Speisewagenmannschaft ist schon auf dem Zug. Auch ein Bordmechaniker hat dazu gehört. Einen Tag fuhr der Schweizer Bordmechaniker mit bis nach Amsterdam. Und einen anderen Tag war es dann der Holländer. Die haben abgewechselt. Um 11.25 Uhr ist er dann ungefähr auf dem Gleis 14, 15 später angekommen. Inzwischen hat die Speisewagengesellschaft die Mannschaft alles vorbereitet. Die Fahrt dauerte ja 10 Stunden, nicht von Zürich bis Amsterdam. Sie haben Tisch gedeckt, Blumen aufgedeckt auch. In Amsterdam übrigens hat die Hostess die Blumen selber gekauft. Und in Zürich weiß ich nicht, wie das funktioniert hat. Man muss dazu, glaube ich, sagen, dass diese Idee des Transeuropa-Express irgendwann in den 50er Jahren entstanden ist und dass sich mehrere Bahngesellschaften in Europa da zusammengetan haben, aber sie haben sich nicht auf einen einzigen Zug verständigen können. Das heißt also, es gab mehr oder unterschiedliche TEE-Fahrzeuge. Genau. Ja, die Schweizer und die Holländer haben einen Zug gemeinsam auf die Schiene gestellt. Der Maschinenwagen wurde in Tilburg gemacht und die Wagen in SIG in der Schweiz beim Rheinfall. Hier fährt er jetzt übrigens beim Schlieren vorbei. Das ist etwa 10 Minuten nach Abfahrt in Zürich. Und auch die DB hat einen Transeurop gehabt, den VC11. Steht einer ja noch in Nürnberg. Haben wir schon drüber berichtet, ja, in der Eisenbahnromantik. Der war auch in Zürich abgestellt. Aber das hier war der erste? Das war einfach der Schweizer, Holländische. Ja. Die haben alle am 2. Juni angefangen, miteinander zu fahren. Der Deutsche von Zürich-Hamburg und andere Strecken. Richtig, das war 1957, das war 57, das Zeitalter, ja, begann. Genau. Und man hat aber ein paar Eckdaten festgemacht. Ne? Also es waren alles mehr oder weniger luxuriös ausgestattete Züge für 100 bis 120 Leute, Personenfahrgäste. Ja. Nur erste Klasse. Nur erste Klasse. Die Farbe war gleich Bordeaux-Rot und Beige. Und was gab es noch für Gemeinsamkeiten? An der Grenze wurde keine andere Lok angehängt. Richtig, es war ein Dieseltriebwagen. Das heißt also, man war nicht von Strom oder so abhängig. Ja, auch die Zöllner, das ging alles viel schneller. Man wollte eigentlich eine Konkurrenz zum Flugzeug sein. Nicht? Jetzt sind wir hier schon in Belgien. Hier sind wir schon in Brüssel. Belgien, ja. Sie haben also den TEE quer durch Europa verfolgt. Den habe ich mal gefahren von Zürich bis nach Amsterdam. Und es ist lustig, ich bin noch mit den Lokführer noch in Kontakt, wir sind Freunde geblieben. Hier, die Ausfahrt. Hier fährt er schon wieder zurück nach Zürich. Auch ungefähr 10 Uhr zwar schon, etwas früher als in Zürich, ist er um 11.47 Uhr weggefahren. Und hier noch kurz nach 10 die Speisewagengesellschaft, also die Mannschaft ist auch wieder zurück. Und hier winkt der holländische Bordmech. Nein, das war der Schweizer. Und jetzt geht es weiter, wieder durch die Benelux-Länder bis nach Basel und Zürich. Und dort ist er ganz früher um 21.24 Uhr angekommen. Und das habe ich früher gehört, immer einen Postauto. Habe ich gedacht, was ist denn das für ein Postauto? Immer ein gleiches Horn um die gleiche Zeit. Da wusste ich aber nicht, dass das Transeuropa Express war. Das hat man von einem Dorf zum anderen gehört. Immer um 21.17 Uhr ein
Hornsignal. Da bin ich schon drauf gestoßen, irgendwie auf diesen Zug schon damals. Hier fahren wir jetzt wieder, ja. Das sind jetzt so die typischen Bilder durch Holland. Genau. Ne? Leider sind viele Mühlen jetzt abgebrochen. Ja. Es existieren nicht mehr so viele Mühlen wie früher noch. Gut, das war quasi die Einführung, unsere Einführung, warum Sie so ein Fan sind. Es gibt auch noch Bilder, die Sie gemacht haben. Da fahren zwei Einheiten aneinander gekuppelt. Das war, glaube ich, in den frühen Jahren häufig der Fall, dass man da so Doppeltraktion gefahren ist. Da hat man Doppeltraktion gemacht. Da waren wahrscheinlich viele Reisende. Mhm. Könnte auch sein, dass mal einer überführt wurde zur gleichen Zeit, das weiß ich nicht genau. Aber es wurde auch Doppeltraktion gefahren. Also, wir haben auch da, oder Sie haben auch die Doppeltraktion gefilmt? Auch gefilmt, ja. Also technisch bin ich sonst nicht so gut, aber man sagt, es ist geschaffen. Bergkupplung, das sehen wir die meisten schon. Diese. Und die 1001. NS heißt, das ist jetzt also das ist ein holländischer. Die haben dann aufgeteilt. Drei Sets oder Züge haben den Holländern gehört. Und zwei Züge den Schweizern. Und die waren jeweils vierteilig? Ein Motorwagen und ja, ein Speisewagen, Abteilwagen und der Salonwagen. Hier sehen wir noch den Abteilwagen und dann der Maschinenwagen. Und jetzt wieder das gleiche, Steuerwagen, Salonwagen, Abteilwagen, Küche, Motorwagen. Speisewagen. Jede Einheit ist knapp 100 Meter lang? Ja, 98. Und ich glaube 114. Tonnen. Und ja, 114 Tonnen, die Zugmaschine. Plätze, und 114 Plätze waren es. 14 Plätze, auch, ja. Tonnen, das ist wahrscheinlich mehr. Das weiß ich nicht mehr. Das 1002, ja. Aber das war jetzt schon quasi in den letzten Monaten seines. Das war ja. Ich habe ganz kurz vorher erst begonnen zu filmen. Wie viele Meter haben Sie denn gefilmt oder wie viele Stunden wissen Sie das? Filme habe ich schon einige gemacht, also zusammen vielleicht mit den. Das ist eine sehr schöne späteren Einstellung. Filmen noch einige hundert Meter, auf jeden Fall. Ja. Und dann und einige Stunden? Einige Stunden, sicher, ja. Und dann Tonbandaufnahmen auf einem gewöhnlichen Tonband. Habe dann versucht zu vertonen. Manchmal habe ich bis um 3 Uhr morgens gearbeitet dran. Ja, hier ist die Doppeltraktion. Nein, das ist keine Doppeltraktion. Hier sind wir auch noch zwischen Zürich und Basel. Das ist noch ein altes Semaphor. Signal. Das steht, glaube ich, jetzt auch nicht mehr. Man muss eines noch sagen, Sie sind ein Eisenbahnfan, aber beruflich hat es Sie mehr in die Lüfte gezogen. Mein Wunsch wäre, einmal auf diesem Zug zu arbeiten. Aber ich habe dann später Englisch gelernt in Übersee und plötzlich habe ich gedacht, na, warum nicht Swissair? Und es ist eigentlich gut rausgekommen. Sonst hätte ich den Zug nie mehr besuchen können. Er wurde ja später dann nach Kanada verkauft. Und da kommen wir später noch dazu. Jetzt kommen wir erstmal zu einem Datum, was das Schwärzeste in der Geschichte der TEE-Züge ist. Das war der 9. Februar 1971. Da gab es in Aitrang im Allgäu ein ganz schweres Unglück mit 27 Toten. Da ist ein TEE aus den Schienen gesprungen. Es gab, was die Ursache anbelangt, nie eine hundertprozentige Aufklärung. Wir haben ein paar Bilder von diesem Unfall. Ja, da ist ja zwischendurch auch Zürich-München gefahren. Zwischen Zürich und München später war unterwegs. Später etwas, das war um 1969. Hat er und 71 war dieses Unglück 71, in Aitrang im Februar. Es war abends um 18:45 Uhr. Genau. Das sind Bilder aus der Nacht. Ein schrecklicher Unfall. Und ja. Das war eine schwarze Stunde des TEE. Eine Kollegin hat mir, ich war dann in Lausanne, hat mir gesagt, du, der Transeuropa Bavaria ist verunglückt. Zuerst habe ich gedacht, Bavaria, nein, mein Zug heißt ja Edelweiß. Plötzlich ist mir bewusst geworden, halt, das ist ja auch dieser, der Edelweiß, ja, der jetzt also nach München ja Bavaria heißt. Da habe ich gewusst, dass eines dieser Züge war. Und es war dieser Zug, mit dem ich das erste Mal ins Depot fahren konnte. Er trug die Nummer 501. Und mit dem Speisewagenpersonal, der eine hat es überlebt, kenne ich noch heute. Haben Sie da mal drüber gesprochen, über diesen Unfall? Nein, eigentlich nicht direkt. Wir haben nur immer uns schnell gesehen und also eigentlich nicht tief, nein, eigentlich. Das war, glaube ich, das schwerste Eisenbahnglück oder eines der schwersten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt kommen wir zum Jahr 1974, ja, da war das Ende, das allgemeine Ende der TEE-Züge in Europa. Mal ganz sicher für den Edelweiß, ja. Und die wurden abgestellt?
Die wurden dann abgestellt, die holländischen Züge. Das heißt, es gab erst eine letzte Fahrt? Die 25. Mai war der letzte Zug. Und da haben Sie auch ein paar Bilder gedreht, die schauen wir uns jetzt an. Die letzte Fahrt des TEE am 25. Mai 1974. Zuerst wird das Fahrzeug nochmal auf Hochglanz gebracht, ne, damit man auch gerüstet ist für die Abschiedsfahrt. Und dann gab es, glaube ich, nicht eine, sondern es gab mehrere Abschiedsfahrten, gell? Die letzte Fahrt, die, also von beiden Richtungen sind ja Züge gekommen. Und der Zug, der von Amsterdam in Basel angekommen ist, erhielt eine Tafel. So und so viele Kilometer bin ich jetzt gefahren, jetzt bin ich nicht mehr gut genug, oder? Und der ist dann so nach Zürich, ist dann in Zürich angekommen. Und auch die Holländer hatten ihre Feier. Später gab es dann noch extra Fahrten für die Eisenbahnfreude in Holland. Und in der Schweiz wurde auch ein Tunnel eröffnet mit diesem Zug. Hier ist auf der letzten Fahrt zu sehen, da wird keine Straße gebaut, sondern die Schweiz ist ja in der Richtung wirklich vorbildlich. Da wird eine neue Trasse für die Eisenbahn gebaut. Hier ist der Zug mal, das ist zwischen das ist Kanada schon der und Nachfolger, der Schweiz. Ne? Ja, das ist neue, der elektrische Zug, der fährt ja auch schon seit 61, ist auch nicht mehr so jung. Hier geht es ab nach Neuhausen eigentlich, ist auf der Strecke Zürich-Schaffhausen. Der Zug wurde abgestellt an verschiedenen Orten, der Schweizer Zug. Die Holländer haben ihre Züge in Utrecht abgestellt. Und die Schweizer haben dann immer wieder einen anderen Standort gefunden. Hier sehen wir Leute, die sich für den Zug interessieren, also auch Amerikaner. Die haben also interessieren nicht als Fan, sondern Kaufinteressenten. Nein, Kaufinteressenten. Es hat recht viele aus Ägypten, Dänemark, Amerika, verschiedene, sogar aus Afrika habe ich gehört auch schon. Also es gab dann sehr viele Leute oder eine ganze Menge Leute, eine ganze Menge Bahngesellschaften, die diese verbliebenen vier Zugeinheiten, Zuggarnituren kaufen wollten. Wollten, ja. Es hat verschiedene Interessen gehabt und jedes Mal oder fast jedes Mal wurde der Zug wieder aus dem Stall geholt und er durfte wieder fahren. Und dann wurde er wieder reingeschoben. Also unser offizielles Ende, 25. Mai 1974, ja. Das Ende dieses TEE und symbolisch das Tor zu. Es war das Ende in Europa, aber es war nicht das Ende für diese Zuggarnitur. Und das sehen wir gleich. Es ging weiter. Es gab verschiedene Interessenten, haben Sie uns gerade gesagt. Und irgendjemand hat dann den Zuschlag bekommen. Genau, ja. Im Oktober 1976 stand fast, dass der Zug für 5,8 Millionen, also alle zusammen plus Revisionen, dass die dann nach Kanada verkauft werden. Vermietet. Also am Anfang war eine Vermietung und später hat dann die ONR, die Ontario Northland Railway, die Züge gekauft. Aber das war erst viel später. Mhm. Und die Renovationsarbeiten, die hatten gar nicht so viel Zeit. Von Oktober bis März musste dann die ersten zwei Kompositionen umgemalt sein und revidiert. Es gibt auch andere kleine Dinge, die angesetzt wurden, die Platz für die Nummer und Schlusslichter. Es hat einige Änderungen noch gebraucht, aber im Großen und Ganzen hat er wieder gut ausgesehen mit der neuen Farbe. Hier ist der alte im Hintergrund und der neue im Vordergrund. Im Vordergrund. Er wurde dann auch sehr markant benannt. Er hieß Nordländer, das wurde allerdings erst in Kanada drauf gemalt. Und ja, das ist mal der erste Zug. Der war schon... Noch ohne den Motorwagen, ne? Ja, der ist ja noch in Tilburg. Mhm. Die wurden dann in Holland zusammengesetzt. Er fährt jetzt wieder nach Zürich ins Depot, in das SBB-Depot, wo der Zug ja während diesen 17 Jahren immer übernachtet hat. Dann habe ich den Zug auch verfolgt mit dem Zug, überall, wenn ich frei hatte. Und ich wusste, ach, heute passiert das. Ich habe jemanden kennengelernt in der SIG und hat mir dann gesagt, wir sind so weit und hat gesagt, jetzt wird der Zug übergeführt. Morgen drehen gehen, ja, also. Ich hatte viel Kontakt mit verschiedenen Personen und das war auch sehr nett. Ich habe sehr viele nette Leute kennengelernt und ich möchte auch jetzt gerade Danke sagen für all das Gute und für alles, was die gemacht haben. Also Sie sind sehr engagiert auch mit Ihrem TEE umgegangen. Ja? Also Sie sind ihm sehr, sehr verbunden, wenn ich das so sehe. Ja?
Das ist jetzt hier, fährt er jetzt komplett mit hier Motorwagen, ne? Ist mit zusammengesetzt. Das ist die erste Probefahrt, das war am 3. März 1977. Die erste Probefahrt, bevor er dann nach Kanada verschifft wurde. Habe ich auch gehört, dass die stattfindet, wurde eingeladen, aber von jemand von Kanada. Und hier sind wir in Holland. Weil die Verschiffung begann in Rotterdam. Rotterdam. Ne? Und soeben haben wir eine Gruppe Leute gesehen, die haben gewusst, hier ist der T-Zug. Sie hatten auch sehr viele Fans in Holland, hat ganz viele Fans. Und das ist jetzt nicht der Rhein, sondern das ist schon der St. Lorenz-Strom? Das ist St. Lorenz-Strom. Der Zug wurde in Rotterdam verschifft und dann wurde er in Toronto ausgeladen. Die Fahrt mit dem Schiff. Wie lange dauert das? Ungefähr 2 Wochen. Ich hatte das Glück, einen Flug zu haben an diesem im Oktober und dann bin ich mit einem Kollegen nach dem Hafen gefahren. Dann zufällig war das Schiff da an diesem Tag. Aber filmen konnten Sie nicht, deswegen haben wir jetzt aus Ihrem Album ein paar Leider Bilder genommen. Nicht, ja. Über Nacht wurde ausgeladen. Es wurde über Nacht ausgeladen, der Kran war kaputt. Die Eröffnungsfahrt fand im Mai statt und die regelmäßige Fahrt im Juni. Auch gefilmt? Da war ich auch dabei? Ja. Schauen wir uns jetzt mal an. Und die Fahrtroute ging dann von Toronto? Toronto nach North Bay. Ja. Dort fand eine Feier statt. Toronto, das ist jetzt der Ausgangspunkt. Ne? Ja, das ist ein Turm, der ist 551 Meter hoch. Restaurant ist auf 350 Meter, ein Drehrestaurant. Und das war der Standort in Toronto. Später wurde dann der Zug weiter entfernt abgestellt. Das ist jetzt hier die... Die Abfahrtszeit war früh auf 12 Uhr, später dann... Oder umgekehrt, 12.30 Uhr und später dann immer 12 Uhr. Hier fährt er auf der Westseite, glaube ich. Ja, ist das die Westseite? Geht er nach North Bay? Ist auch vorgekommen, dass er manchmal auf die andere Seite ausgefahren ist. Also es gab 2 Ausfahrten aus Toronto, ja. Einmal links und einmal, einmal links, rechts. Einmal rechts, also es war dann schon eine Fahrplanperiode, war es immer dasselbe. Oder mindestens vielleicht ein Jahr sogar. Ja. Und später hat man dann eine andere Einfahrt gemacht. Aber angekommen ist er immer auf der entweder ist er auf dem Westen weggefahren und im Osten angekommen, oder weil der Maschinenwagen musste vorne sein. Das schwere Teil wollten die Kanadier vorne haben. Und Sie waren des Öfteren mal im Steuerwagen drin, habe ich gesehen, sowohl in der Schweiz als auch hier in ja, Kanada. Das war mein Lieblingsplatz. Der Lieblingsplatz. Am Schluss war der Steuerwagen ja noch das richtig echte am Zug, also außer den Wagen noch. Und überall wurde gejubelt und gefeiert in Kanada? Das war ein großes Fest für die ganze Bevölkerung dort in Ontario. Auf dieser Strecke zwischen, die Strecke ist 360 Kilometer lang von Zürich, von Toronto bis North Bay. Und dann ging es noch mal so weit bis noch weiter in den Norden. Auf verschiedenen Bahnhöfen wurde dann der Zug wirklich festlich empfangen. Und das ist hier typische amerikanisch-kanadische Einstiegsweise. Man hat keine Bahnsteige, sondern Schemel. Sie wurden immer bereitgestellt. Die standen dann im Zug mit drin. Ne? Und an der Tür standen immer 2 Kondukteure. Auch später, nicht nur bei der Eröffnungsfahrt, waren immer 2 Kondukteure dabei und haben geholfen einzusteigen. Es war viel Personal vorhanden, also 3 Kondukteure. Die mussten aber auch dann die Weiche manchmal selber kehren. Hier sehen wir 2 Züge, einer von Norden und einer von Toronto, die sich begegnen. Mit lautem Hallo, ne? Mit lautem Hallo, ja. Das Gebimmel und das Horn. Da kommt vielleicht die Tonbandaufnahme. Das war eine Vorschrift, dass dieser Zug immer läuten muss. Also die mussten dann immer eine Bell laufen lassen, damit man weiß, Achtung, es kommt ein Zug. Und das hatte sehr viele Übergänge in Kanada. Ich glaube, die Hauptbeschäftigung war fast immer das Läuten, also das Hupen. 2 lange Hornsignale, ein kurzes und wieder ein langes. Das sind Sie in der Nordländer-Tracht, der Kleidung, ne? Gelb, habe ich dem Zug angepasst, gelb, aber zufällig was gehabt. Ja, das passt, genau. Und bin dann so auf die erste Fahrt. Das ist nicht mehr weit von North Bay. Also Huntsville war auch eine der Stationen, die er angehalten hat. Es gibt auch Dörfer, da ist einer vorbeigefahren. Ja, das, am Anfang gab es sogar 2 Züge, eine in die Nacht, also am Freitag auf jeden Fall, ist er in Toronto angekommen und wieder weggefahren.
Später aber gab es dann nur noch einen pro Tag und am Samstag gar keinen. Nur Sonntag wieder. Das heißt, der Fahrplan wurde langsam ausgedünnt? Wurde langsam. Und noch was war speziell, der Fahrplan war sehr gummig, also ausgedehnt. Da ist manchmal 20 Minuten früher in Toronto angekommen. Später wurde der Fahrplan etwas gestrafft und der Zug ist dann pünktlicher, also nicht mehr so vorzeitig angekommen. Hier sind wir in South River und hier die Gäste von North Bay. Hier ist auch der Sitz der Ontario Northland Railway. Die haben den Zug natürlich auch wieder mit großem Hallo empfangen. Ja. Sie dirigieren hier die Kapelle? Das ist eine schottische Kapelle. Na, Englisch, ja. Die haben da gespielt, Reden wurden gehalten. Es war ein Hoffnungsträger dieser Nordländer, kann man das so sagen, für diese Bahngesellschaft? Ja, die haben dem Volk etwas Neues gebracht. Ihre Züge waren nicht so schön luxuriös vielleicht und nicht so ruhig gefahren. Denn die Laufeigenschaft dieses Transurban war sehr, sehr ruhig. Und dann sind wir mit dem gleichen Zug wieder zurück nach Toronto gefahren am Eröffnungstag. Und die Leute, die Gäste vom Norden sind wieder zurück nach Norden. Das war typisch auch, diese Telefonstangen entlang der Linie, das hat man immer wieder gesehen. Ja, wahrscheinlich sieht man auf der Strecke dann viele, viele Seen und viele Wälder. Ne? Das war ganz toll, ja. Das ist ein, fast wie ja, Schweden, so viel Wasser und Wälder und eine ganz andere Gegend als in Europa natürlich. Und auch viel kälter dann, aber da kommen wir später. Später noch drauf. Drauf, ja, Kanada. Sie haben den Zug auch hier von außen gefilmt, das heißt also, Sie mussten mit dem Auto parallel fahren? Einen Tag haben wir das gemacht. Haben Sie den Zug gejagt? Wir sind dem Zug nachgejagt und er fährt ja nicht, wie schnell, 80 Meilen ist er gefahren, 85, das ist 410. Die Einfahrt in Toronto hier. Und da sind wir wieder zurück in diese Stadt, ja. Also Sie sind dem Zug einigermaßen hinterhergekommen beim Filmen, ja? Das also, ist genau, das keine ist allzu große Hetze. Nachgefahren. Wir mussten recht Speed geben, aber es ist gut gelaufen. Und jetzt machen wir gleich weiter mit Bildern vom Winter, die Sie dann auch aufgenommen haben. Ganz eindrucksvoll, der Winter in Kanada und der farbige Nordländer im weißen Schnee. Da, ja, die haben sehr strenge Winter, ganz besonders im Norden. Das konnte bis minus 40 Grad werden in Timmins. Einer der Züge hatte auch einen Kältetest gemacht. In Wien wurde einer der Steuerwagen wurde nach Wien gebracht. Und, also bevor er nach Kanada verkauft wurde. Bevor er nach Kanada gegangen ist, ja. Weil doch eben minus 40 Grad ist ein Unterschied. Zu europäischen, mitteleuropäischen Verhältnissen, das ist richtig. Und das hat er bestanden, ja? Das hat er anscheinend bestanden, doch, ja. Es ist allerdings so, dass der TE oder der Nordländer, so wie er hier zu sehen ist, sich eigentlich nicht hundertprozentig bewährt hat, weil es im Prinzip vier Einzelstücke waren. Ja, das heißt also, die Lokomotiven wurden bereits, oder die Zugmaschine wurde bereits nach 3 Jahren ausgetauscht. Und hier sehen Sie auf dem Führerstand der neuen Maschine. Ja. Hier sieht man sie von außen. Es war einfacher für die Bahngesellschaft, weil es da mehr Ersatzteile gab. Ne? War das wahrscheinlich eine der Hauptgründe? Auf jeden Fall hat das wahrscheinlich auch das Personal, war das etwas besser für sie zum Fahren. Mhm. Und hier ist das traurige Ende der Das ist Motorwagen. Das Ende, genau. Einer nach dem anderen wurde dann ausrangiert, eben nach 3 Jahren. Und zuerst aufbewahrt. Das haben wir hier noch. Genau, hier. Jetzt haben wir erstmal hier noch die Vorbeifahrt zwischen alt und neu, also die alten. Also der alte Motorwagen steht auf dem Schrottplatz und die neue Diesel-Lok fährt mit dem Nordländer hinten vorbei. Ja, das war schon etwas traurig, wenn man so denkt. Ja, so viel Mal bist du auf dem Zug gefahren mit diesem und dann plötzlich dieser Abschluss. Aber irgendwie ist der Dresd noch gefahren, nicht? Ja, aber das war jetzt das Ende. Das ist die abgestellten Motorwagen. Ja, ne? Das war in den frühen 80er Jahren. Von 84 hat man einen nach dem anderen verschrottet.
Der Nordländer fuhr noch, aber, das kann man sagen, nicht mehr übermäßig lange. Ist, glaube ich, noch nach 8 Jahren. 1992 war das Ende. Komischerweise auch am 9. Februar, wie das Unglück von Aitrang, war auch für diesen Zug der letzte Tag. Vor 10 Tagen hat Wolfgang Schumacher in Nord B gedreht und er hat den Nordländer tatsächlich gesehen in 2 Versionen. Einmal als Zug vorbeifahrend und einmal im Original abgestellt. Hier der neue Nordländer, das sind alte Go-Train-Wagen, haben die wir schon dort. Und der Maschinenwagen ist ein ONR, eine 2000. Und so sieht der Nordländer heute aus. Hier steht er noch, ja, und wartet auf das Weitere. Er sieht eigentlich dafür, dass er jetzt 4 Jahre im Freien steht, eigentlich noch ganz ordentlich aus. Ne? Gut, der Lack ist ein bisschen verblasst, ne? Aber die Farbe ist ein bisschen stumpf geworden. Sogar die Fenster sind noch intakt, stört mich. Es gibt in der Schweiz einen Club, der sich vor 2 Jahren gegründet hat, der TEE Classics. Und diese Leute, sehr engagierte Leute, wollen die Wagen, zumindest einige davon, kaufen und zurückholen. Ob das klappt, weiß man nicht. Auf jeden Fall fehlt es am Geld, aber es ist etwas Interessantes. Und ich muss eins sagen, wenn die Schweizer versuchen, etwas zurückzuholen, siehe die vietnamesischen Dampfloks, dann schaffen die das auch. Wenn Sie Interesse haben sollten, mit dem TEE Classics Club Kontakt aufnehmen möchten, hier ist die Anschrift und vielleicht können Sie das Vorhaben unterstützen. Wert wäre es allemal. Und wir berichten in Eisenbahnromantik selbstverständlich darüber, falls es zur großen Rückholaktion kommen sollte. Frau Zweil, ich wünsche Ihnen und uns, dass der TEE vielleicht ein drittes Leben bekommt, dass er zurückgeholt wieder auf europäischen Gleisen seinen Dienst tun kann oder möglicherweise wenigstens hier unterwegs sein kann und besichtigt werden kann. Das war Eisenbahnromantik. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Bis zum nächsten Mal und tschüss.